So, da bin ich wieder. Bibi. Weil wenn ich mich schon mit Suffköppen prügeln muss, ne? Muss ich mich auch fühlen wie einer. Nee, ne? Du machst jetzt echt eins auf und hast nichts für mich übrig. Ist leider das letzte, sorry. Und dieses Klinggeräusch war, wenn 925er Silber auf Glas trifft. Mhm. Ich weiß aber kommst du, ich weiß ja nicht, ob du die Kurse gerade kennst, das Silber ist heutzutage aber nicht mehr wert, oder? Nicht mehr als in den letzten 20 Jahren. Und du kennst ja meinen Ring, den ich um der linken Hand hab. Ja. Dafür kriegst du nicht. Ja, moin! Eier! Das geht. Das wird jetzt nicht wehtun. Leidet. Alkoholismus zerstört! Wow! Schaffe ich. Wenn der Typ aufhören würde zu zappeln, hätte ich geschafft. Hilfe? Brauchst du Hilfe? Der ist mir aus dem Bild gesprungen. Ich bin da. Danke. Alter, wenn der Crimps dich töten will, Ruhe. Ja, dann hältst du still. Dafür musst du jetzt leiden. Jo, dann machen wir gleich noch Runde 2. Nee, hier oben ist Loot. Dann loote du mal. Torchmarken. Torchmarken, ja, die brauchen wir doch für die Torchautomaten. Mit betrunkener Stimme. Du musst nur erleben. Ich kann kein betrunken Deutsch, das kann ich gar nicht. Warst du nie betrunken? Doch. Die Badasses in Pyro Pete's Bar bringen dir nun die Sorte Furcht und Respekt entgegen, die normalerweise für Seuchen, Katastrophen und Dinosaurier reserviert ist. Okay. Du hast Pyro Pete's Bullshit ein Ende gemacht. Sprich jetzt mit ihm, dann verzapft er dir vermutlich, dass er dir eine Sponsorin verschafft. Verarsch dich aber und versuch dich zu killen. Und dann musst du ihn killen. Und alles wird total super. Noch was hinzuzufügen, Pete? Nein, du hast es gut getroffen. Danke. Keine Ursache! Shop Sui. Lecker. Noch nie gegessen. Hätte ich es gern. Noch nie gegessen. Gab's doch bei Kaufland als Mikrowellenessen. Tobias, nicht in Caps hier so viel schreiben. Das mag mein Bot überhaupt nicht. Tja, also. Die gekidnappte Sponsorin ist in der Bar. Finde sie. Dies ist keine Falle. Ja. Und der ist Nummer 4? Es geht los, Fight Fans! Pyro Pete gegen den Hammerjäger! Hip! Mach dich bereit, das brennt ein bisschen. Oh nein. Es war... Doch die Knarre haben, aber gut, jetzt eh schon fast down. Das ist euch eine Wärme.
sie! Aber Tobias, das, ich weiß, dass das nur ein Wort war, aber das hatte viel zu viele Caps Lock Buchstaben. Der hat nämlich geschrieben gehabt, was ist mit Explosionen? Und das mag der Bot halt nicht. Ja. Wie so ein Bot manchmal ist, ne? Manche Bots vergessen ja auch, dass sie eigentlich Angestellte sind. Das war ja heute ein Vergnügen für den Crimson. Ein unglaublicher Geruch ab besser. Hi Sponsorin. Du kommst mir bekannt vor. Und du, die barbarische, wunderschöne und vollbusigste Sponsorin in der Geschichte Pandoras. Hallo Erich. Mit Maxi. Blicke können töten. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Und ja, zwei durchschlagende Argumente. Durchschlagend auch noch. Müll. 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 Noch mehr Müll. Gut, die eine Kiste habe ich ausgelootet. Müll, 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 Müll. Okay, Moxie, dann erzähl mal. Pyro Pete ist tot. Es folgt ein Treffen mit deinem neuen Sponsor. Danke für die Rettung, Herzchen. Tja, du willst an den Inhalt der Kammer ran? Und wenn ich bedenke, wie bestürzend lang es her ist, seit ich meinen eigenen Kampfring hatte, will ich Tox Kolosseum für mich haben. Wir sollten Partner werden, hätten beide was davon. Geh zurück zum Hauptkrater, dann hacken wir eine Strategie aus. Ach man, ich finde einfach niemand, der spielt so traurig. Immer weitersuchen. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ey, Kumpel. Schon tot. Das waren klägliche Überreste. Aber wo? Aber wo? Tja, Foren. Danke für den Follow, Erich. Und sei bei den alten Männern gegrüßt. Muss man die Salz in die Wunde streuen, ja? So, du hast also einen anderen Sponsor gefunden. Ist ja putzig, Baby. Aber ich sage dir, du bist trotzdem nur ein hergelaufener Söldner mit Muskeln. So schlapp wie verkochte Suppennudeln. Meine Brustmuskeln lachen nur über dich. Hörst du? Oh, alte Männer. Ja, Erich. Wir sind alt. So ist das. Könnten wir leider nicht davor davonlaufen. Vor dem Alter. Nee, leider nicht. Und da dachten wir uns, Alter, das lassen wir uns nicht gefallen. Vor dem Alter. Genau. Und da sagte das Alter, das ist mir scheißegal, Alter. Wenn ich jetzt noch dreimal im gleichen Satz Alter sage, Alter, dann ist ja was los, Alter. Ich glaube, er mag dich nicht. Was? Niemand kann davor, ja. Das ist leider wahr. Absoluter Rückruf. Nicht beim Ballern saufen. Warum nicht? Schlechte Neuigkeiten! Ein kranker Zwerg ist vor 2 Wochen in den Kessel der Black Label Brauerei gefahren. Lukas, grüß dich! Das ganze Bier ist vergiftet und muss zurückgerufen werden. Kill jeden, der ein Bier in der Hand hat und bring so viele Flaschen zurück, wie du kannst! Saufen! Ey, Crimson! GmbH? Wie GmbH? Geh mal Bier holen. gut, dass ich drauf gekommen bin. Auch im Alter. Das Beste, was du tun kannst im Alter, um das noch zu ertragen. Saufen! Auch im Alter. Ich bin so ein schlechter Werbejingle. Klörbräu, direkt aus dem Magen der Natur.
Alkohol wäre wär jetzt echt nicht schlecht, aber leider hat schon alles längst zu und an der Tanke ist er zu teuer. Ja, jetzt kommt der wieder und gibt an, ich hab noch eine Flasche. Ich hab ja meine letzten Biere schon gestern wieder leer gemacht. Ich hab erstmal alle verkloppen. Wenn schon seine Brustmuskeln über ihn lachen, wird er dich nicht mögen. Ja gut, aber dem seine Muckis sind doch völlig wurscht. Er kriegt trotzdem ein paar Watt hinter die Lichter und dann Idiot. Wow, so ein Arschloch. Ich bin klar. Keine Frage. Oh, eine Talkmarke. Kann ich hoch. Noch eine Talkmarke. Der Champion bin ich. Das ist mein Deine Mutter ist der Champion, Alter. Deine Mutter ist hart. Ich dachte, Kammerjäger wären hart. Deine Mutter hieß Günther und war die stärkste im Knast, Alter. Geschafft. Ich mag dich, Günther. Ich mag dich auch, Lukas. Oh, guck mal, tatsächlich die Tafel ist schon wieder aktualisiert. Wir sind auf Platz 4 als Vault Hunter. Jetzt müssen wir gegen Motor Mama. Die Motor Mama. Motor Mama. Und ich sag noch deine Mutter. Jo, nein, ist ja nicht meine, hoffe ich. Ähnlichkeiten bestehen, aber ich hoffe, es ist nicht meine. Nee, Alu ist nicht hart. Was? Nee, Alu ist nicht hart, er ist klein, weich und fluffig. Scheiße, die Granate ist scheiße, die Granate ist scheiße, der Schild ist scheiße. Und der Schild ist scheiße. Das muss ich mir doch nie sagen lassen. Machen wir hier noch schnell die Nebenquest? Das ist der E-Bus wieder da unten. Ja, wir können ja wenigstens bis Runde 2 machen. Na komm. Liefere dir ein Gefecht in der Bikerbar, Schwierigkeitsstufe 2. Siehst du, okay, so bloß, bloß sogar das eine Mal machen. Denn jetzt kommt eine Beatdown-Kneipenschlägerei. Prügle dich mit den Softköpfen hier und bleib am Leben. Okay. Ich muss mir in die Lage versetzen. Okay, drin. Ich will eine Sammelstelle. Die Sammelstelle ist hier oben. Die sollte sich verschämen. So, jetzt können wir. Auf den Schuppen hier. Moin! Moin Mädels! Was denn los hier in der Hut hier, wa? Wollt schon auf die Fresse gekriegt? Nee, gut, das können wir erledigen. Meins ändern. Jo. Loser bin ich für dich, ja? Es
Jetzt bin ich so fett getriggert, dass ich schon kaum in mein T-Shirt passe. Kann man da bitte fett triggern? Ach ja, die wollen dir meine Armbar beleidigt. Müll mitnehmen. Mann, haben die eine Unordnung gemacht. Das Tier in dir, bei Alu wäre es wohl eine dicke, fluffige Katze und bei Crims ein niedliches Schnabeltier. Ja, gehe ich okay damit. Gefecht, Kneipenschlägerei abgeschlossen. Jawollo. So, Level 50 schaffen wir noch nicht. Ne. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Ja, ich auch. Müsste jetzt aber erst später denn mal gucken. Ich hab's getan. Mehr Damage. Noch mehr Damage. Oh. Also ich würde mir das dann nochmal ausgucken, wie mein Bild eigentlich geht. Und dann verballere ich den Punkt.